Hallo, das Duselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Ich habe gerade eben das total doofes vergessen. Ich habe vergessen zu speichern. Ich sage jetzt nicht zu den Pokédex-Einträgen. Zu der Zahl. Also. Ja. So, was ist dieser unförmige Haufen? Unförmige Haufen? Dann nicht. Wow. Ich bin die Nummer 2 hier am Wendelberg. Du bist die Nummer 2 und wo war die Nummer 1? Ein Herausforderung von Arbeiter Shane. Fleht Yamo wird von Arbeiter Shane in den Kampf geschickt. Shane, Shane, wer behebe? Los, Sauer, Mark. Mark, Mark. Okay, du benutzt Siedewasser einfach nur, weil du es kannst. Hörst du auf anzugreifen? Ich bin 7 Level über dir. Ich habe das erste Angriffsrecht. Einfach nur so. Und noch einmal. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte, überlebt das nicht. Das finde ich voll uncool. Ich hasse dich. Oh Gott, nein! Mach's noch schlimmer. Nein! Bitte sei tot, bitte sei tot, bitte sei... Danke. Yay, ich hab's besiegt, sehr gut. Erfahrungspunkte. Geil. Sieht so aus, als wärst du ab heute du die Nummer 2 am Wendelberg. Ich wäre gerne die Nummer 1, aber gut. So, ein Mondstein. Sehr schön. Ich brauche einen anderen Stein eigentlich, aber gut. Passt schon. Was soll ich damit? Da ist nichts. Okay. Gut, ist hier irgendwas? Ich habe Angst. Ach, hier, okay. Der Wendelberg verändert sich mit jeder neuen Jahreszeit. Und ich, alter Knochen, verändere mich mit jedem Kampf. Du, alter Knochen. Das hast du jetzt aber selbst gesagt, okay? Das wird nicht gegen mich verwendet. Das darfst du nicht tun. Gerrit. Ich hasse Sedimantuas. Hey, guck mal so da mal. Kein Sedimantua. Yay. Die geben schön viel XP, ja, aber... Das Problem ist halt ihre Robustheit. Seht ihr? Und das nervt. Dann können sie einen noch angreifen. Und dieses doofe Soda mag endlich Level 43 erreichen. Sedimantu wurde besiegt. Yay. Oh nein. Ich hab echt kein Glück heute. Okay. Wir benutzen Siedewasser. Kabusch. Oh yeah. Und es hat natürlich überlebt. Und es benutzt Juwelenkraft. Na super. Okay, dann beißen wir auch das hier. Kabusch. Und es wurde besiegt. Wie die anderen auch. Oh nein, noch ein bisschen. Oh. Ich versuch's einfach. Vielleicht überlebe ich es, vielleicht auch nicht. Na komm. Kabusch. So. Ja. Und. Perfekt. Das heißt, für mich, so lange gereicht Level 43. Ich kann das Glücksei weitergeben und was anderes tun. Das ist sehr effektiv. Für sie, die Mantu wurde besiegt. Yay! Yay! Ja! Ja! Dida! Vergessen! Und schwupp! So, dann mal Gott bist vergessen und Björner mal gerne Knirscher! Yay! Hey, gegen eine Wachsen könntest du dich ruhig etwas zurückhalten. Nein. So, dann zwei Sachen. So, dann gucken wir mal. Wir haben Ewigstein, wir haben Evoli, wir haben Dorfschuss, wir haben das, das, das. Blattstein. Nein, 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 nein. Nein. Hier, Wasserstein. So, dann Mark. Nanu, so, dann Mark entwickelt sich. Dim, 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 dim. Ich weiß, was mein Freund meint. Das Spiel leckt wirklich hinterher. Die Musik ist so langsam. Dim, dim,
Dem, dem, dem. Egal, passt schon. Glückwunsch, ein Soda Mag wurde zu einem Hippie. Ein Soda Cheetah. 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 So. Kriegt das Soda Cheetah gleich mal irgendwas anderes? Ich weiß gerade nur noch nicht was. Nein. 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 Irgendwie habe ich nichts. Was macht nochmal das hier? Okay. Okay. So der Cheetah. Ja. Okay. So, ist jetzt das Glücksei? So, geben. Matri. Ja. So, dann noch schnell wechseln. Pokémon. Matri, Tausch mit Soda Cheetah. Und gucken, ist hier noch einer, hier noch einer? Nein, okay. Und weiter geht's. Da liegt ein Item. Schutz wirklich mir, okay. Yay, Top-Trank. Geil, okay. Da unten sind Bagger. Kommt mir auch noch mal ein Gegner entgegen? Hm, anscheinend nicht. Da drüben ist einer. Eta! Yay! Okay, hier rein. So. Moment. Top-Schutz. Einsetzen, ja. Perfekt. Ja. Ich hasse Meerabzweigung. Nugget! Okay, noch irgendwo ein Item, wo ich dumme Geräusche machen kann. Nein, nein, hier. Oh. Mein Team wurde durch körperliche Arbeit gestillt und schlägt kräftig zu. Das möchte ich sehen. Dadadam, dadadam, der Arbeiter Dejan. Stalobor. Oh, das war's. Wenn was Effektives kann, Pflanze genauso effektiv sein, wenn ich Glück habe. Und jetzt muss ich nur die Arschlackkarte erwischen. Bitte, 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 bitte. Laubklinge, bitte, 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 bitte. Und habe ich recht? Habe ich nicht recht? Ich habe nicht recht. Okay. Also, einfach noch eine Laubklinge hinterher. Und dann ist es tot und dann gibt es ganz viel Erfahrungspunkte. Da, 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 da. Stalobor wurde besiegt. Matrifu Head, wow! Matrifu Head, wow! Yay! Mein Team wurde durch die Arbeit gestillt, daran erinnert auch eine Niederlage nichts. Das ist schön. AP Plus! Yay! Okay. Und du? Du kannst dich glücklich schätzen, mir auf der langen Reise begegnet zu sein. Wenn du den Kampf gegen mich gewinnst, werde ich dein Pokémon-Team malen. Ach so, einer bist du. Natürlich. Eine Herausforderung, Dr. Theo. Mitolas wird von Dr. Theo in den Kampf geschickt. Hallo, na? Los, Matri. Kümmer dich, Mess. Es regnet. Okay. Dann die Kreuzschere, bitte. Das müsste wehtun. Tut's auch. Sehr gut. Mitodos wurde besiegt. Somnivora. Nein, ich möchte das nicht wechseln. Passt schon. Ich mag das Geräusch, das es macht, wenn es auf der Hand. Und nochmal die Kreuzschere, bitte, Matri. Dankeschön. Was sollte es eigentlich... Du hast überlebt. Eigentlich hätte es dich töten sollen. Okay, egal. Pass auf. Ich wusste, warum ich jetzt nicht Tackle eingesetzt habe. Okay, nochmal die Kreuzschere. Vielleicht überlebst du es diesmal nicht. Und du hast es nicht überlebt. Das ist schön. Es gibt bestimmt geile Erfahrungspunkte. Yeah! Level 41. Das ist schön. So, Spiel besiegt Dr. Theodor. Offensichtlich ist dein Pokémon-Team topfit. Natürlich ist es das. Nach dem Kampf solltest du dein Pokémon-Team in aller Ruhe verarzten. Dankeschön. Dieses ist dein größtes Gut. Es gibt einfach nichts Wichtigeres. Doch, Sex. In der Ehe.
Okay, verdammt, die Qual der Wahl. Ich hasse sowas. Sieht so groß aus. Ich gucke erst in das Hintere. Okay, was ist hier? Das sieht. Ach so, okay, verstehe. Perfekt. Gut, dann gehen wir doch hier lang. So, hier ist nichts. Schutz wirkt nicht mehr. Okay, Beutel. Topschutz einsetzen. Topschutz eingesetzt. Davon kann man nie genug haben. Hallo, na? Na? Warum graben wir Löcher und warum kämpfst du mit deinen Pokémon? Diesen Fragen will. Nein, muss ich auf den Grund gehen. Warum du Löcher gräbst, weiß ich nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht getan. Zumindest nicht mit Pokémon. Wanderer Melvin. Flicknoll wird von Wanderer Melvin in den Kampf geschickt. Hallo, na? Guck mal, das ist dein Matri. Das ist richtig geil darauf, dich jetzt zu vermöbeln. Spürst du diese Stärke dieser Klänge? Oh je, nicht effektiv. Ja, stärk du dich mal. Guck mal, ich kann tackle. Das ist sehr witzig, siehst du? Pass auf. Bam! Flicknoll wurde besiegt. Matrifol erhält ganz viele Erfahrungspunkte. Silimantur. Das überlegt. Überlebt den Schlag. Was nicht ganz so cool ist, aber nun gut, was soll man machen? Lappklinger, bitte. Matrix-Schätzchen. Yay, es hat überlebt. Wer hätte es gedacht? Ja, perfekt. Tu mir überhaupt nicht erst weh. Denk nicht mal dran. Perfekt. Dann tackle ich dich jetzt einfach tot, einfach nur weil ich es kann. Pass auf. Bäh. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es für dieses Mal gut sein und gehen das nächste Mal weiter. Bis dann. Ciao.